Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal. Ja, das ist jetzt die erste Folge, die ich jetzt nach dem Update tatsächlich aufnehme. Und bin mal mega gespannt darauf, auf das Ganze jetzt, ne, wie es aussieht und alles. Ich habe schon so die ein oder andere Änderung festgestellt. Zum Beispiel hat man hier jetzt hier so Ladebereiche wohl eine Industrie gegründet. Okay, das ist auch neu. Mit dem Zeichen da vorne und alles. Schick, schick auf jeden Fall, ne? Ich bin mal definitiv gespannt. Performance wurde anscheinend auch verbessert. Die haben auch die Ladezeiten verbessert, der Spielstände und. Also, die haben schon echt wieder einiges gemacht. Und ich glaube, 85 Fahrzeuge haben die insgesamt komplett verbessert. Das ist richtig, richtig heftig, was sie gemacht haben. Finde ich. Und mega nice. Immer trinken, bevor meine Stimme versagt gleich. Also, wir gucken mal, wo wir waren. Wir haben jetzt über 4 Millionen Dollar auf dem Konto. Das ist sehr nice. Wir haben einige Linien. Wir sind im Aufbau hier Lützerath. Beziehungsweise hier bei Pech sind wir dran. Wir haben, glaube ich, auch schon hier Spenrad. Haben wir auch schon zumindest ein bisschen was gemacht. Hier bei Holz, Industrieschließung, Emmerath, Eisenbergwerk. 4 Holz haben wir ein bisschen was gemacht. Bei Emmerath haben wir auch ein bisschen was am Start mittlerweile schon. Also das ein oder andere haben wir gemacht, aber noch nicht wirklich viel, ne? Wir sind jetzt gerade hier dabei gewesen, die Linie nochmal aufzuarbeiten für Baumaterial für Emmerath, dass wir hier mehr anliefern können. Hier ist auch jede Menge Baumaterial zur Verfügung, das ist sehr gut für Emmerath. Das heißt, da könnten wir vielleicht nochmal das ein oder andere Fahrzeug mit drauf jagen. Auf diese Linie haben wir jetzt 4 Fahrzeuge drauf. Abliefern tun wir hier an der Industriestraße. Und wir hätten auf jeden Fall noch gute Möglichkeiten, weitere Baumaterialien zu versorgen. Ne? Genau. Ansonsten, wir haben alles soweit verbunden mit Schienen. Kohle fahren wir jetzt schon hier unten hin zum Eisenbergwerk, zum Stahlwerk. Eisen fahren wir hin, das heißt, wir haben auf jeden Fall hier die Möglichkeit, Eisen bzw. Stahl zu bekommen, ne? Eigentlich schon, ne? Genau. Kohle liefern wir auch. Das heißt, Stahl sollte möglich sein. Das heißt, wir müssen nur noch gucken, dass wir den Stahl hier dementsprechend weiterverarbeitet kriegen dann irgendwann. Das wäre auch noch ein Punkt, den wir machen müssen. Aber ich würde erstmal vielleicht gerne in die weitere Investition gehen, in die Lebensmittellinie hier für Emmerath. Beziehungsweise gucken, dass wir hier die Leute an dieser Bushaltestelle Finkenweg in Emmerath mal hier ein bisschen wegkriegen, ne? Müssen wir gucken, wie wir es am besten machen können. Fahrzeuge verwalten. Wir haben jetzt hier die Postkutschen. Wir gucken mal, das wäre die Linie 10 in Emmerath. Wir gucken mal, ob wir die Möglichkeit haben, Straßenfahrzeugdepot, Passagier. Ne, wir haben noch keine anderen Fahrzeuge da, ne? Okay, wir haben immer noch keine anderen Fahrzeuge da. 1863, okay. Dann dauert es wohl noch ein bisschen, bis wir neue Fahrzeuge bekommen, aber gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein zusätzliches Fahrzeug hier auf die Linie. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Machen wir, glaube ich, mal. Also nochmal ein weiteres Fahrzeug, eine weitere Postkutsche hier auf die Linie 10 in Emmerath. Und dann sollte das passen, denke ich mal. Wo haben wir jetzt aktuelle Linien hier langführen? Wir gucken mal eben schnell über die Liniennutzung, die Ziele hier.
Liniennutzung in Emirat selber ist bei 37%. Das ist nicht wirklich viel. Wir gucken mal eben schnell, wo die Reiseziele sind. Okay, da sind Reiseziele noch. Da sind Reiseziele. Das ist ja, ja Privatverkehr. Ist jetzt aber nicht so viel, ne? Würde sagen. Nee, das geht an sich. Ich würde eventuell... Hier ist Wohngebiet, ne? Gewerbegebiet, Gewerbegebiet. Ich würde eventuell Priesterrat Bauernhof wurde neu gegründet, okay. Ich würde eventuell hier einen Zopp aufbauen. Einen kleinen. Muss ja nichts Großes sein. Plattformlänge kann klein sein. Ich würde hier einen Zopp aufbauen. Wie gesagt, nicht groß, aber zumindest ausreichend. Ich weiß nicht, ob wir da Ampeln installieren können. Müssen wir das später mal gucken. Ich würde den jetzt erstmal so bauen. Kostet uns 40.000, ist eine ganze Menge Geld. Aber ich würde gerne hier auch nochmal eine weitere Linie aufbauen, hier hinten rum, damit wir hier auch nochmal ein bisschen Wohngebiet abgreifen können und die Person auf jeden Fall hier mitnehmen können. Ne? Das wäre, glaube ich, ganz nice. Wir gucken ansonsten mal, wo verläuft die Linie 11. Die Linie 11 verläuft nach unten. Da könnten wir vielleicht hier einen Zopf aufbauen nochmal. Dass wir hier einmal drehen können. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Die Linie 10, die verläuft nach oben, ne? Ja, korrekt. Die Linie 10 verläuft nach oben. Dann würde ich die Linie 12 machen, würde ich dann hier hinten lang führen. Ich glaube, das wäre ganz nice. Wir gucken auf jeden Fall mal, wie viel das bringt. An Personen, an Geld, ne? Ich bin mal gespannt. Machen wir hier eine Bushaltestelle hin und hier eine Bushaltestelle, beziehungsweise hier noch eine Bushaltestelle. Dann sollte das, denke ich mal, passen. Ich würde da nicht zu viele Bushaltestellen machen. Also gut. Machen wir Folgendes. Linie 2, Stadtbus. SB im Rad 012 in der Farbe Gelb, bitte. Dann werden wir bitte die Station hinzufügen. Einmal die hier, Ober-Emmerath. Dann fahren wir über die Poststraße, über den Finkenweg, dann hier über den Lerchenweg, die Talstraße. Dann nehmen wir den Zopp mit. Zurück über die Waldstraße. Und dann die Poststraße, ne? Ja. Und dann zurück zum Zopp. Okay. Das wäre die Linie 12. SB012. Haben wir einen leeren Bus auf der 10. Nicht der Fall zu sein. Fast leeren Bus. Dann fährst du bitte auf die 12. Wäre nett. Dann bedienst du die Linie 12 jetzt. Und schauen wir weiter. So, vielleicht kriegen wir dadurch noch ein paar Leute mehr weg. Die nach hier hinten wollen. Gewerbegebiet bzw. Industriegebiet. Müssen wir mal schauen, ne? Nach und nach werden wir das definitiv hier weiter verbessern können. Das mit Sicherheit. Gut. Das hatten ja drei Busse insgesamt. Ich würde, glaube ich, auf Dauer verlängern. Okay, Emirat wird größer, soweit das aussieht. Steigt auf 326 Einwohner. Ist ordentlich.
Das heißt, mehr Lebensmittel wären notwendig. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir die Lebensmittel abliefern. Die Lieferung folgt über... Wo liefern die ab? Hier hinten, ne? Sportplatz, ne? Gewerbegebiet, ne? Lass mich mal gucken, wo die Waren sind. Ja, wäre hinten. Okay, das müssen wir verbessern, weil der fährt auch mitten durchs Wohngebiet. Das ist nicht ganz optimal. Das heißt, das wäre Verbesserungspotenzial für uns. Wo wir sagen müssen, okay, das müssen wir definitiv ändern. Weil so geht das nicht. Bedeutet... Ich meine, wir haben jetzt fast 5,5 Millionen auf dem Konto. Das ist ausreichend Geld, um zu investieren hier. Das wäre die Haltestelle, wo wir abliefern, ne? Ja. Ich würde eventuell... Jetzt die Frage. Immerrad. Neuer Güterbedarf? Immerrad? Echt jetzt? Ach du Schande. Werkzeuge und Maschinen. Können sie jetzt auch noch gebrauchen. Werkzeuge und Maschinen. Ach du Schande. Hier sind Gewerbegebiet sind Werkzeuge, ne? Maschinen sind hier, sehe ich schon. Da sind Werkzeuge. Ach du Schande. Ach du Schande, Leute. Okay. Gut, brauchen wir hier jetzt auch noch Werkzeuge und Maschinen. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen heftiger. Finde ich. Wir können aber dadurch umso mehr Einwohner hier bekommen. Ach du Schande. 309 Einwohner. Ich weiß jetzt nicht. Wir haben jetzt auf der Linie für die Lebensmittel haben wir insgesamt 3 Kutschen, die Lebensmittel dorthin transportieren. Das ist natürlich wesentlich zu wenig. Ich würde eventuell würde ich. Ich weiß es nicht. Ist eine gute Frage, ne? Würde ich vielleicht die Anbindung hierüber machen, dass wir hier abliefern? Damit wir nicht ins Wohngebiet rein müssen. Das heißt, wir können hier vielleicht eine Ablieferstelle machen. Wäre eine Maßnahme. Damit versorgen wir das komplette Industriegebiet, ne? Ich glaube ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir es am besten machen, ne? Weil irgendwas müssen wir machen, um das hier zu verbessern. Weil durchs Wohngebiet für die Linie ja momentan, das ist nicht wirklich optimal, würde ich sagen. Hier oben genauso. Das heißt, wir müssten die eigentlich aus dem Wohngebiet rauslocken. Hier oben ist auch Wohngebiet. Das heißt, wir müssten die eigentlich hinten rumführen. Da haben wir die zumindest hier oben schon mal raus. Ne? Das wäre schon mal die erste Option. Bedeutet, ich würde straßentechnisch hier anknüpfen. Nee, das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Das sieht doof aus.
Ja, sieht besser aus, ne? Ja. Okay. Gelände. Glättungstool. So, dann hätte ich gerne die Linie hier hinten lang geführt. Und dann machen wir hier dementsprechend die Wegpunkte hin. Dann führen wir die Linie hinten rüber, ne? Von Linie verwalten von Immerath Ost, das wäre hier vorne, genau. Immerath Ost nach am Sportplatz, dann wird das definitiv hier drüber führen und dann anschließend hier rüber. Gut, dann haben wir das schon mal nämlich hier aus dem Wohngebiet raus, die ganze Linie, ne? Dann haben wir die, führen wir die hier lang. Dann würde ich sogar gerne eigentlich die Straße hier abreißen. Straße. Mal gucken, ob das klappt soweit. Dass die Stadt das weiterführt, weil kostentechnisch wäre das natürlich relativ teuer. Das sieht doof aus, ne? Machen wir die Anbindung nochmal neu hier? Ja, machen wir. Machen wir die Anbindung hier nochmal neu. Sieht besser aus, ne? Ja. Wesentlich besser. Sehr gut. Okay. Sieht wesentlich besser aus. Sollen wir nur hoffen, dass die Stadt hier anbindet? Dementsprechend. Dass wir da nochmal was hinkriegen. Ich würde zusätzlich auch nochmal weiter zwei Fahrzeuge auf die Lebensmittellinie schicken. Oder wie viele Lebensmittel haben wir hier? Wir haben eigentlich genug Lebensmittel, ne? Ja, machen wir auch. Machen wir nochmal zwei Fahrzeuge auf die Lebensmittellinie, bitte. Wäre nett. Das wird es auf jeden Fall machen. Dann haben wir das zumindest schon mal etwas wieder verbessert. Ne? Sehr gut. Das ist ja schon mal optimal. Hier sind noch mehr Leute. Gut, die 12 da fahren relativ wenige mit. Scheint zumindest so, ne? Aber sie macht zumindest Gewinn. So wie es aussieht. Die Linie 12, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Also ein paar wollen mitfahren wohl. Hier steht auch eine Person, die mitfahren will.
Hier steht eine Person, die fahren will. Warum nicht, ne? Ist in Ordnung. So, aber wie gesagt, die 10 und die 11, die sind natürlich sehr, sehr beliebt wohl. Muss man sagen. Glaube ich. Okay, kriegen wir hin. Da müssen wir nochmal definitiv etwas unternehmen. Na gut, 12 ist auch gut beliebt. 3 zum Lärchenweg, eine zur Talstraße. Ja, warum nicht, ne? Ist in Ordnung. Ist auch relativ viel los. Oh, Friedhofstraße. Wir müssen die 10 auf jeden Fall verbessern. Machen wir nochmal. Wir schicken am besten nochmal 2 weitere Fahrzeuge auf die Linie. Ist, glaube ich, besser. Damit wir hier den Ansturm hier wegkriegen, ne? Wo wollen die denn hin? Friedhofstraße. Friedhofstraße, Poststraße. Wir wollen zur Friedhofstraße, von da zur Friedhofstraße und zur Poststraße, ne? Okay. Also gar nicht mehr so weit fahren, ne? An sich. Na gut, aber ich denke mal dass trotzdem, dass wir es irgendwie hinkriegen könnten auf Dauer, ne? Ich meine, die Taktzeit haben wir jetzt durch die 2 weiteren Busse nochmal verringert. Müssen wir gucken, ob es klappt. Aber gut, Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega darüber, wenn wir wieder hier weitermachen können. Morgen geht's weiter, will sagen. Ne? Neue Folge Transport 4.2 hier. Und ich sag einmal bis dahin. Servus und tschüss.